Also wir gehen jetzt rein in Alan Wake. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe nur ganz kurz geguckt, um was es darin geht. Also was so die Story dort ist. Und es ist so ein bisschen horrormäßig. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Horror, aber auch Thriller. Und ich dachte mir, komm, okay, das wäre sicher auch was Gutes, Knackiges, was man dann ein, zwei Mal im Stream spielen könnte, um die Story durchzubekommen. Also je nachdem, wie lange ich da dran sitze. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier sein wird. So. Neues Spiel. Ich kenne das Spiel einfach gar nicht. Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Müsste lauter. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Noch lauter. Mach ich gleich, Moment. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster. Ist besser? Und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja. Es begann mit einem Traum. Besser? Immer noch zu leise oder? Für einen Albtraum. Also können wir noch gut verstehen? War ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen: einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Oh! Boah! Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Danke. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Huch, was passiert denn jetzt? Der ist weg? Plötzlich war seine Leiche weg. Episode 1, Albtraum. Und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Huch. Okay. Da hinten ist der Leuchtturm. Was ist das? Das sind meine Bücher? Das war mir sicher, dass ich gerade aus dieser Richtung gekommen war. Aber ist eine jetzt Mauer. War die Straße blockiert. Okay, ja krass. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Okay, also die Perspektive von dem Spiel ist so, dass der Charakter ein bisschen so weiter rechts versetzt läuft. Ich kann rennen? Kann ich lange rennen? Mein Geist getötet. Bin ich mal gespannt, wie gruselig das Spiel wird. Wahrscheinlich nicht zu gruselig, aber... Kann auch springen. Was ist da vorne? Das glitzert. Die Brücke war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Kann ich da runterfallen? Amin. Ich wollte nur mal ausprobieren, wie das dann aussieht. Es gibt so ein Gefühl von den alten Tomb Raider-Teilen, tatsächlich. So diese, keine Ahnung, Todesszenen oder GTA. Also. Die Brücke war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Mhm. Thermosflasche. Sammelbare Thermosflaschen gefunden. Eins von 100. Wo kann ich denn alles hin? Okay, hier kann ich klettern. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich hier hin muss. Also nicht in den Container, aber hier hin. Was ist das? Irgendjemand wird vermisst. Und da ist der Wanderweg. Huch!
Der Geistermann? Face, vielen lieben Dank. Ich kenn dich gar nicht, oder Schreiberling? Halten Sie sich für Gott? Ah, oh mein Gott! Glauben Sie, dass ich nicht einfach Sachen ausdenken kann? Was ist das denn? Will er mich töten? Sie sind ein Witz. Ohne Ihren Lektor stünde doch kein einziger lesbarer Satz in Ihren Büchern. Sie werden nie wieder eine Ihrer miesen Geschichten veröffentlichen. Ich befördere Sie ins Grab. Ihre Geschichten sind nicht besonders gut. Sie das ist ein Kritiker. Sie sind ein lausiger Schriftsteller. Billiger Horror und großkantiges Geschwafel. Mehr haben Sie nicht drauf. Sehen Sie mich an. Sehen Sie Ihre Arbeit an. Okay. Komisch. Okay, da stand irgendwas mit Alan Wake. Hilfe. Hä? Verstehe nicht genau, was passiert. Oh, den QR-Code kann man scannen. Also, wer will? Sie haben den Termin verpasst! Ich kann Angriffen ausweichen. Kann ich ihn auch boxen? Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Die Tür geht auch auf magische Art und Weise. Durch die eigene Schöpfung umzukommen. Oh je. Mal schauen, ob ich jetzt richtig renne. Ich stehe nicht so richtig. Warum hat er denn so Druck? Was ist das? Los! Bist du richtig gezeigt? Du erkennst sie doch. Schnell, wenn wir noch keine Zeit verlieren. Schnell, rein! Oh nein! Oh nein! Geholfen, jetzt ist er draußen ausgesperrt. Nein! Nein! Verflucht! Stirb! Nein! Nein! Ich saß fest. Es gab kein Entkommen. Das Auge. Hä? Ich bin verwirrt, was muss ich machen? Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Aber wohin? Wo muss ich hin? Bin ich tot? Oh. Nimm Licht nach. Da muss ich hin. Okay. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind Sie sicher. Oh, hier muss ich lang. Im Licht kann ich mich heilen.
Oben links? Hier oben links habe ich meine Helfer. Es lautet so, denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wiegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Ey, Ojamo. Nein. Zum Licht. Okay. Zum Licht. Ich bin in Ihrem Traum, um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit vertreiben und ihn wieder verwundbar machen. Ehe die Lampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Okay, das ist ja wie bei Dead by Daylight. Aber die Flashlight drauf benutzen. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm. Sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden. Er ist eine Bedrohung. Er ist ihr Feind. Hier, nehmen Sie die Waffe. Und jetzt? Wie schieße ich denn? Also, wann stirbt er denn? Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Das Verstärken des Lichts mit rechter Maustaste blendet Feinde und verbrennt die Dunkelheit schneller. So, dann habe ich hier Munition. Ich habe meine Taschenlampe. Das war's dann. Die Batterie einsetzen. Oh mein Gott. Hallo. Ist unnötig, dass ich die jetzt noch blende. Ah. Hallo. Oh mein Gott, ich bin ja fast tot. Ich muss hier weg. Hier. Muss ins Licht? Ins Licht, Mami? Wo ist das Licht? Hier gibt's kein Licht. Hat's da kein Licht mehr? Ist das jetzt weg? Wo ist der andere? Ach, da ist Licht gewesen. Wow, ey. Amazing. Mit 1 kann ich wechseln. Was stand da noch? Ich habe nicht geguckt. Was ist das? Sie sind tot, so wie ich. Ah! Schnell weg hier. Nee, als ob ich da nicht klettern kann. Ich sag's euch, Leute. Heißt das, ich kann mit der Leuchtpistole mehr durchschießen, oder wie? Sie sind tot, so wie ich.
Sind die jetzt weg? Ah ja. Ach, hinter mir ist noch einer. Ah, nicht nur einer, es sind zwei. Hallo? Oh mein Gott! Der ist einfach runtergelaufen. Da kommt ja da vorne einer. Hinten dran kommen dann welche. Oh! Der ist ja direkt in mir gespawnt! Oh mein Gott! Na weg hier! Das muss so blöd nachgeladen werden. Hilfe. Ich habe fast gar keinen Schuss mehr. Damit kann ich ewig weitermachen. Ist denn jetzt ein Wirbelsturm? Was ist das denn? Die Dose. Ah! Ins Leben! Oh Mann. Das ist der Tornado-Trend von 2022, der mich da verfolgt. Oh no. Was ist jetzt los? Er ist hier. Oh. Alan, wach auf. Psst, Baby. War nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja. Mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Filmsequenzen sind echt nice. Das kann man wenigstens lassen. Ende, ja. Huch! Wie sein Kopf da hervorgeguckt hat. Also, wir sind jetzt auf so einem Schiff. Es sieht viel happier aus als vorher. Wir so, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir mit der Stadt im Hintergrund. Cool, mach Fotos. Ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Verdammte Jungs. Wo wolltest du, dass ich mich hinstelle? Hier hin? Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Mach ein Foto. Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Ja. Mein Name ist Pat Main. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte.
Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Main, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Seine Glatze schwebt, guck mal. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ah nee, das sind die Haare von ihm. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Hast jetzt genug Bilder gemacht, Schätzchen? Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry, alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören später. Okay. Okay. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du... Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Ich stehe doch am Auto, oder nicht? Na komm, Schnarchnase. Ich erledige alles. Ich habe alles arrangiert, ich fahre das Auto... Oder ich trage sogar das ist das das Auto? Du musst nur deinen süßen Hintern in den Wagen schwingen und... Ich weiß es nicht mehr, welches ist unser Auto? Ja, klingt, als hättest du einen Faulpelz geheiratet. Ja, aber ich habe ein Faible für ihn. Na los, du Faulpelz. Lass uns gehen. Oder ist das rote Auto unser Auto? Das rote Auto, ja. Ich hab's schon wieder vergessen. Anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Carstack. Du bist auch einer. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr. Leute, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Schon benehmen. So. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Oh Mann. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen. Ah. Aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Ach, ist sie süß. Ist ja gut. Rose. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreißen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. In seinen Augen ist nichts schwarzer Kaffee. Da sind wir schon zwei. Toll. So viel zum ruhigen Urlaub. Sind Sie allein oder ist Ihre Frau bei Ihnen? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Stadt zeigen. Ich habe um 6 Feierabend. Rose Mool. Tut mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ist das dein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ah. Und mit dem alten Herrn den Gefallen. You put the dime in the coconut, drink them both up. Glaub bloß nicht, dass ich dich nicht im Schlaf ermorde, bloß weil wir Brüder sind.
Das ist mein Lieblingslied. So, erstmal hier die Thermosflasche klauen. Jetzt müssen wir den Karl Stucki finden. Mit dem kann ich nicht quatschen, oder? Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Der wurde aber gesmackt. Das ist genau mein Ding. Oh ja. Das war's. Ich bin tot und in der Hölle. Wer ist sie? Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Es flackert schon mal. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden. Ich habe Schlüssel holen und dann nichts wieder. Aber er wollte nicht hören. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven. Wie alle übereifrigen Fans. Muss ich aufs Frauenklo? Nein. Aufs Männerklo? Hallo? Mr. Stucky? Karl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Hier muss repariert werden. Da. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super! Verfluchter Leistenbruch! Schwillt an wie ein Ballon! Wenn ich mehr als einen Löffel hebe. Alles super! Es ist lange her, Tom. Schön, Sie zu sehen. Tom? Sie haben nicht zufällig was zu trinken dabei, Tom? Schön wär's. Ich bin aber nicht Tom. Das sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Oh, meine Frau ist schon da. Tschüss, Mr. Wake. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Was mit ihm? Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Ah nein, da ist der Stucki-Typ. Das Deiner war echt ein Irrenhaus. Was passiert jetzt? Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denk drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch. Boah, es sieht ja ranzig aus. Da würde ich keine Ferien machen wollen. Divers Isle. Wow, das ist fantastisch, Ellen. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie, Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen werden. So, dann gehen wir mal da lang. Hier sind ganz viele Krähen. Ich renne vor meiner Frau weg. Ah, wer erst am Haus ist. Kussi! Das hätten wir. Sehen wir mal hinein.
Wie lang ist denn deren Urlaub? Ja, das ist irgendwie ein Tag? Warum bringen die nur so wenig mit? Komm schon. Aber im Stream noch nicht. So. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Aber ja, jetzt kommt wahrscheinlich eben das mit dem Generator. Auf dem Regal stand ein Schuhkarton mit Büchern von Thomas Zane. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Hallo? Thomas Zane. Jemand da? Ich muss mir die Thermosflasche gönnen. Ist auch zu. Hier oben. Wahrscheinlich auch alles zu, oder? Ah, einen Moment lang ein suchte mich wieder der bedrückende Albtraum von der Fähre heim. Hallihallo! Oh mein Gott, was war das denn? Mist. Ich musste den Strom in der Hütte zum Laufen bringen. Irgendwo auf der Insel musste ein Sicherungskasten oder Generator sein. Einschalten? Die Hirschfestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen, einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt ran an die Telefone. Hallo, Sie sind auf die... Das Wasser war klar, willkommen, aber dunkel. Es sah sehr tief aus. Und jetzt etwas Musik. Na toll, so viel zur Diskretion. So. Führt zu dem Schuppen da hinten. Welches Stromkabel? Achso, das Stromkabel. So. Da muss ich jetzt hier rein, was ich ja vorher schon angeguckt hatte. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Warum heilt das so? Viel Spaß. Diese Insel war... Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Das Geschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Es ist jetzt dunkel geworden? Wo bin ich? Wieso bin ich da hinten? Macht das hier Geräusche? Oha, wie cool! Also da leuchtet es. Und da ist das Licht aus. So, wo ist meine Frau? Ich will Spaß haben. Alice? Schatz? Wo ist sie? Die alte Tür hatte mich getäuscht. Alice wäre bei Dunkelheit nicht rausgekommen. Das Wasser war schwarz. Ich konnte nicht anders und musste mir alle möglichen Schrecken vorstellen, die in der Tiefe dort unten lauerten. Wir haben so alles gedanklich beschreibt. Aber dann auch noch wirklich wie so ein Autor. Und wenn er dann redet mit Menschen oder seiner Frau, dann sagt er so richtig stumpfe Sachen. Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Da bin ich doch dabei. Wo bist du? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Wie, du bist nicht die Überraschung? Warum kündigt sie das dann so an? Im Arbeitszimmer.
Eine Überraschung. Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Ach, du Scheiße. Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Was passiert jetzt? Verdammt. Alice. Alan! Alice! Alan! Alice! Alan! Alan! Wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme! Schatzi, ich komme! Alles okay, ich komme! Alan! Hilf mir! Alan! Nein! Nein! Ah, okay, ich kann ihn mit so Licht... Alice? Was? Ist sie ins Wasser gefallen? No! Oh no! Ach du Scheiße. Mitte der Tag. Weiter! Alice? Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Kopf ist angeschlagen. Bei Alice Sachen war ein Buch, The Creator's Dilemma, von Dr. Emile Hartman. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Oi, 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 jetzt muss ich durch den dunklen, bösen Wald. Kann ich nicht die Abkürzung nehmen und einfach in den Fluss springen und dann rüberschwimmen? Mist. Oh, uff. Wo ist meine Frau? Ich habe ja auch keine Waffen bei mir. Das Licht. Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Oh je. F5? Oh, hier kriege ich dann Seiten zu diesem Buch. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Schnell dahin, los. Wenn ich irgendwelche komischen Schatten im Wald aufploppen sehe, muss ich immer hinrennen. Direkt aber. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um ein Telefon zu finden. Das ist ja was anderes. Irgendeine verlassene Fällerei oder so? Wie nennt man das Zeug?
Ja. Natürlich den sichersten Weg nehmen. Über einen Baum rein. Ist da jemand? Okay. Bitte, ich hatte einen Unfall. Immer ein ganz schlechtes Zeichen. Hey, hey Sie! Wenn niemand darauf antwortet. Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Verdammt! Du Scheiße. Ducky. Wirklich erfreut. Eine Anzahlung ist erforderlich. Ehrlich und fair. Da liegt irgendwas. Wieder F5. Der Mann wandte sich mir zu. Klicken wir einmal drauf. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die... Wenn man das lesen möchte, kann er in Zukunft gerne im Video gucken und da Pause drücken. Ich bin aber ganz schön sportlich unterwegs. Draußen im Freien war ich so gut wie tot. Verliert! Mist! Was ist der neueste Trend? Zwei fliegen mit einer Klappe. Die Gesundheit! Ich hör wieder rein. Dem geht's nicht gut. Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Die Referenzen sind nice. Jetzt habe ich die Taschenlampe und den Revolver. Jetzt die Frage, wenn ich die Batterie normal... Während ihres Aufenthaltes empfehle ich Ihnen... Ist er auf dem Dach? Morgen. Das ist der neueste Trend. Die gesundheitsfördernde Wirkung ist bewiesen. Voll in Cyber, Bright Falls, wie kann... Hallo? Sie besichtigen... Hat das getrennt? ...Würdigkeit. Da kommt hier mit dem Aulo. Die ganze Bude geht weg. Noch mehr? Ah. Ausweichen. Ach Mann. Der Hund. Ah, mit dem Eis! Oh mein Gott, kann ich bitte aufhören? Hallo? Wo habe ich Schaden genommen? Ich sag das nicht so ganz. Oh mein Gott. Waffe nachladen. Bisschen nervig mit den ganzen Slow-Mo-Ausweichdingern, aber gut. Brummte furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie ja, das hatte ich vorher benutzen können. War er schmerzhaft real. Kann ich mich hier heilen?
Ich weiß nicht, ob das einfach so normal passiert oder ob das wirklich nur in diesem Licht passiert. Hier hat es so Lichtschalter. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Oh. Das ist aber cool. Guck mal, wenn ich mit der Taschenlampe so drauf gehe, das zeigt mir dann, in welche Richtung ich muss. Da lang? Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand schaurige Graffitis. Versteckt. Mal gucken, was ist hier drin? Eine Leuchtpistole. Ich verstehe immer noch nicht so genau, wofür die Leuchtpistole gedacht ist. Okay, das muss ich dann nicht machen. Ich glaube, hier geht's weiter. Ja, die Leuchtpistole habe ich einfach schon mal geworfen in den Müll. Da komme ich nicht durch, weil ich nicht kriechen kann. Ich bin ein alter Mann. Oha, da bin ich! Er wirft Äxte. Was ist hier? Eine Seite. Und das ist hier so ein Kasten für Strom oder wie? Ah. Ja, auch Strom und Batterie. Ich, wenn ich jetzt hier runtergehe. Gibt's keinen nach oben mehr. Oh Gott, ist das laut. Hilfe. Was zum Teufel war das? Das hat ausgesehen wie, wo er seiner Frau hinterhergesprungen ist, um sie zu retten aus dem Wasser. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Wieso willst du das Wasser nicht ansehen? Sieht doch cool aus. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Muss ich da rechts? Schon, oder? Macht am meisten Sinn, da lang gehen. Wo ist er? Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Nee. Da drüben leuchtet irgendwas. Armin, wenn ich das schon sehe, dann mache ich das doch auch. Oh. Bin ich jetzt richtig oder gehe ich zurück? Ich gehe zurück. Gerade, oder? Nee. Ich bin irgendwo neu. Bye.
mein Gott, ich will nicht den Rechtsklick so, weißt du, will die fokussierte Kamera nicht so verschwenden. Oh, ey, der hat mir aber eigentlich voll in die Seite gegeben. Also ich habe das Gefühl, diese Lichter von der Tankstelle, die sind jedes Mal gefühlt noch weiter weg. Wenn ich da irgendwo lang gehe. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Jetzt muss ich nach einem Generator suchen. Oh je. Ploppen sicher irgendwelche... Da drüben ist der Generator, ha? Da ploppen sicher unterwegs dann irgendwelche Viecher auf. Ja. Ausgewichen. Der ist, glaube ich, ein bisschen stärker als die anderen. Kann das sein? Oder bin ich einfach nur bad? So, dann lade ich nochmal nach. Und wenn ich jetzt gleich hier am Generator war... Haben wir Strom und ein bisschen Licht. Da kann ich mich heilen. Eine Manuskriptseite. Eine Schrotflinte. Das ist dann nice. Kann ich mir diese Schuhe auch anziehen? Mal noch eine Thermosflasche gefunden. Was mache ich damit jetzt? Muss ich das so machen? Verstehe ich nicht so ganz. Ja, wahrscheinlich. Ich gucke jetzt aber erstmal dann noch, was es da mit diesen Pfeilen auf sich hat. Hier irgendwo. Da. Was mit denen ist? Weil da kommen wahrscheinlich eh noch irgendwelche Gegner. Da bin ich hochgekommen. Und wahrscheinlich die andere Seite, die ich auch machen muss für den anderen Weg. Oder wie? Komm ich hier hoch? Nee. Komm ich auch nicht durch. Da hinten ist so ein verlassenes Auto. Ganz schön düster. Müsste ich das Ding ja dafür bewegen. Das ist auf jeden Fall noch nicht richtig.
Aber mal gucken, was hier oben ist. Besessene, Besessene. Besessene? Ja, muss ich jetzt irgendwie kochen oder was? Ich verstehe nicht. Oh mein Gott, nein, jetzt habe ich eine Schrotflinte verschwendet. Jetzt muss ich wieder runter. Kann ich jetzt zum Glück nehmen, weil ich habe ein bisschen was verschossen. Dann kann ich hier hoch. Wir sind sportlich unterwegs. Wir können uns zwar nicht ducken, aber wir können springen. Wir sind Springmeister. Ich höre irgendwas Motorartiges. Da ist schon wieder so ein Fackelsymbol. Ich verstehe das nicht. Sind das vielleicht Orte, an denen ich zurückkommen kann irgendwann mal und dann... Kann ich da was machen oder so? Oder ist das einfach nur so ein Symbol für dann Belohnungskisten quasi? Wenn das nämlich so ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, es ist so ein Störgeräusch. Licht? Fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Hilfe! Was ist denn für Musik? Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien nah? Durch die Dunkelheit. Was steht eigentlich dann hier? Ach so, da ist dann immer der Überpunkt und so eine kleine Erklärung, okay. So. Ich habe ein bisschen Schiss vor diesem Karl Stucky. Runtergefallen. Was ist hier drüben? Dunkelheit. Oh, yo, hallo. Was? Hallo, könnt ihr bitte aufhören damit? Oh mein Gott. Erstmal reinlaufen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Oh, ich bin da unten reingelaufen. Perfekt.
Laufe ich denn jetzt richtig? Ich verschwende gerade auch total Munition. Also ab und zu schieße ich schon ein bisschen zu früh. Wenn die noch, ich sag mal so von... Hallo! Von Dunkelheit gefüllt sind. So, also ich muss in die Richtung laufen. Safe Haven. Ist da drüben. Wo das Licht ist. Muss die Batterie vielleicht ein bisschen öfter benutzen dann. Super dramatische Musik. Lang? Oh Mann. Was kommt jetzt? Ah, ich kann auch mit dem Mausrad wechseln. Perfekt. Hallo? Hey! Oh mein Gott, hallo? Warum schießt er nicht? Ich habe doch extra diese Leuchtpistole jetzt in der Hand gehabt. Warum hat er die nicht geschossen? Aber wenn ich dann einmal aus Versehen drühe, haut er die direkt raus. Ich hoffe, es kommen nie mehr Leute als drei. Dann bin ich ja komplett überfordert. Hilfe. Vor allem so schnell, wie die schlagen. Ja, Batterien habe ich ja jetzt natürlich. Was ist das? Ist nix. Das ist auch nichts, was ich einsammeln kann. Den Fernseher. Einfach. Schon. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. New Night Springs. So, geht auf. Okay, dann wieder hier irgendwas. Was kommt jetzt? Ich
Es ist jetzt mein erster Endboss. Mein erster Bosskampf. Oh mein Gott. Abgeschnitten. Nachladen. Will der andere? Was ist das? Ach. Wither? Wer die ganze Zeit rumrennt? Komm doch jetzt. So, dann haben wir da. Ba-da-ba. Juhu! Jetzt bin ich nicht dumm gestorben. Animal, gut durchgezogen. Ich nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Es gefällt mir tatsächlich das Spiel. Scheint sehr cool. Oh, Flasche. Ich hab Durst. Ich muss hier lang, aber wie komme ich da durch? Der Knopf muss gedrückt werden. Hm. Oh. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Den hatten die gesehen wo? Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ich schreibe weiter.
Draußen ist es dunkel, außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte. Eine Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren, ich rieche ihr Parfüm, ich werde sie finden und ich bringe ihr das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Polizeiwache Bright Falls. Zum Glück, Sheriff. Sheriff Sheriff Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie. Ich hatte einen Unfall. Meine Frau, Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bringe Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen.